Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute sind wir zurück aus der Frühjahrspause. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgenommen aus der Materie, war einfach mal ein bisschen auf der faulen Haut gelegen, habe keinen Content gemacht und habe mich einfach nur mit meinem RC-Hobby beschäftigt. An der Stelle sind wieder ein paar neue Projekte in der Werkstatt eingezogen. Ich habe ein bisschen umgestellt und ich würde sagen, Freunde, ich nehme mal kurz für euch die Kamera in die Hand und wir gucken uns an, wie es jetzt hier gerade bei Willie Wise Customs aktuell aussieht. Ein kleiner Walkthrough für die Werkstatt. Viel Spaß dabei. Ihr kennt alle so ein bisschen meinen Keller. Ihr entschuldigt noch ein bisschen das Kartonchaos. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem finalen Aufräumen, aber ich habe dennoch sehr, sehr viel sortiert und einfach ein bisschen was umgestellt. Und ich werde euch ja jetzt einfach mal schnell durch die Materie durchführen. Das Wesentlichste, was sich in meinem Keller verändert hat, das sehen wir gleich hier. Der 3D-Drucker steht hier am Eingang meines Kellers. Der war ursprünglich mal dort hinten in dem Eck gestanden, wo jetzt die Fahrzeugregale sind. Ich habe ihn jetzt mittlerweile hier rüber verfrachtet, weil er einfach einmal hier den besseren Platz findet. Dort drüben mir ganz, ganz viel Platz weggenommen hat. Ich jetzt eben hier auch meine Fahrzeuge im Hintergrund habe und eben nicht dieses Geräuschobjekt. Und das kommt uns dann im ein oder anderen Video natürlich auch zugute. Hier wird gerade noch ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich auch meine Vitrine etwas entzerren können. Und zwar habe ich jetzt hier meinen 1:16er mit drin, den Ravage oder 1:18er, dann den 1:16er Traxxas. Da steht noch mein Dragslash drin, das Dragprojekt von der Hanna und ein paar Karos. Dann habe ich mittlerweile an meinem Kyosho etwas gearbeitet, konnte ihm aber noch nicht den gebührenden Platz beschaffen, den er braucht. Deswegen steht er hier noch auf der Nase rum. Aber da wird man auch bald ein Video zu sehen, weil da hat sich ein bisschen was verändert, wenn ich es hier mal ein bisschen spoilern darf. Der ist zumindest mal weiß unten rum jetzt. Nach wie vor noch der Really Death Watcher, mit dem gehen wir jetzt bald auch zum Fahren. Da wurde ja die Elektronik umgebaut, machen wir jetzt bald einen Speedrun. Und dann habe ich hier noch ein bisschen meinen Bash und Crawl Mix. Das hat sich nicht groß verändert. Der Kronos steht normalerweise auch noch da oben. Wenn er nicht gerade hier wieder das Beinchen legt, waren wir mal wieder beim Fahren gewesen, haben es mal wieder hingekriegt. So, und dann habe ich hier jetzt aktuell so ein bisschen meine Crawler- oder beziehungsweise Scaler-Ecke mit einmal der Drift Police, meinem Onroader, dem Jeep Laredo, den ich aufgebaut habe aus dem TWS-Kit, dann mein Element RC, der jetzt gerade als Gladiator Rubicon durch die Gegend fährt, immer noch mein Charisma Range Rover und dann habe ich einen Neuzugang, der sich dort Element Trailrunner schimpft, in der Optik eines Toyota 4Runners. So, dafür ein bisschen was aufgeräumt, hier ein bisschen aussortiert, einfach mal ein bisschen luftiger gemacht und dann hier drüben am Tisch endet eigentlich auch schon wieder die ganze Party. Das Regal hier mit meinem Beistelltisch hat sich nicht groß verändert. Ladetechnik im Metallregal und hier drüben unter dem pinken Stuff ist mal wieder das Sach meiner Frau. Die darf ja auch noch ein bisschen existieren. So, ansonsten Willie West Customs in seiner ganzen Pracht. Und wir werden jetzt heute einfach mal noch aus der Nähe eine Sache anschauen, ein Projekt, was ich mit dem Dennis noch fertiggestellt habe während meiner Pausenzeit. Und zwar geht es da um ein Feuerwehrmodell der Marke Carson. Ich und der Dennis waren da mal wieder ein bisschen kreativ, wie der ein oder andere vielleicht schon direkt auf den ersten Blick erkennen kann. Ich werde euch jetzt erstmal kurz sagen, was es mit dem Fahrzeug auf sich hat, warum es zu mir gekommen ist, wie es ausgestattet kommt und was ich getan habe. Freunde, viel Spaß beim Video. Freunde, der Carson Unimog U300 aus der Nähe. Ein 1:12er kleiner Scale-LKW, der da mit Zubehör aus der Verpackung rausrutscht. Ein RTR-Modell. Und ich habe das Ganze mitbekommen von einem guten Bekannten. Grüße gehen raus. Und sollte dort einfach das noch vollenden, was bei Carson noch nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Da kommen wir aber gleich drauf zum Sprechen. Der Carson Unimog U300. Als solches würde ich sagen, nicht unbedingt nur ein Spielzeug, sondern tatsächlich schon so ein bisschen der Einstieg in das ganze RC-Thema. Zumindest mal, wenn es ums Scalen und wenn es ums Crawlen geht. Weil, was ich an dem Fahrzeug festgestellt habe, dass hier erstmal sehr coole, griffige Gummireifen mit drauf sind, die da auch ein sehr ordentliches Stollenprofil haben, so ein bisschen, mit dem man ordentlich durchs Gelände fahren kann. Ja, das Ganze ist ein Heckantrieb betriebenes Modell. Also ihr habt vorne einfach eine freidrehende Achse, wo dann die Lenkung drauf liegt. Die Lenkung ist sehr proportional, also nicht diese Stick
Rechts-Links-Bewegung, die dann immer relativ hart ausfällt, sondern wir haben hier wirklich eine schöne proportionale Lenkung mit dem Servo, der verbaut ist, weil es ist auch ein echtes Servo verbaut, ein gutes, großes Servo aus dem 1:10er-Bereich. Das habe ich nämlich gesehen beim Umbau. Und dann könnt ihr das Ganze einfach vorwärts und rückwärts steuern, wie ihr es eben braucht. Was mir an dem Fahrzeug sehr gut gefällt, sind schon mal die ganzen Details, die dort mit dran gebracht sind, allein schon mit den Frontscheinwerfern und der Frontstoßstange. Wir haben eine Seilwinde mit dran, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die nicht sogar Funktion hätte. Hier ist sie jetzt einfach nur aufgewickelt, umgewickelt und hat hier drüben noch einen Haken, sodass man einfach draußen beim Spielen mit Freunden auf jeden Fall was damit anfangen kann. Wie gesagt, schönes Mercedes-Emblem, Feuerwehr mit drauf, das Ganze schön lizenziert. Auch schon die Tritte hier hoch in das Fahrerhäuschen gefallen mir da wirklich sehr, sehr toll. Und dann hat das Ganze ringsherum auch einen scaligen, schönen Abschluss. Also da haben die Jungs von Carson auf jeden Fall eine tolle Arbeit geleistet. Das muss ich denen gleich mal hoch anrechnen. Was wir dann einfach oben auf dem Dach haben und was der ein oder andere jetzt vielleicht kennt oder auch nicht kennt, das ist nämlich die Blaulichtsituation. Da bin ich jetzt gerade noch dabei, das Ganze zu befestigen, aber ich werde es euch heute einfach im Video schon mal zeigen, was passiert ist. Ihr denkt euch jetzt einfach mal diesen blauen Lichtbalken weg und dann sind diese zwei blauen Bobbel hier oben das Einzige, was ihr als Blaulicht bezeichnen dürft. Diese Blaulichter sehen zwar an sich cool aus, aber wie der ein oder andere schon erkennen kann, es ist nicht wirklich ein LED in diesem Blaulicht drin. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil wir haben ja ein Licht-LED vorne in dem Fahrzeug verbaut. Das ist ja schon da. Und da wäre es ja ein einfaches gewesen, die Kabel bzw. auch die LEDs noch da, nach dort oben hinzuführen, damit die hier hinten auch leuchten. Ich habe auch mal mir sagen lassen, dass es wohl Modelle gab, wo das schon so war, dass da oben was geblinkt hat. Aber wie gesagt, beim aktuellen Modell des U300 ist es dann leider nicht der Fall. Und ich wurde dann gebeten, ob ich nicht in der Sache etwas abhelfen kann. Und das kann ich an der Stelle. Mit dem Dennis zusammen, Modellbau Scales Cars Trucks. Grüße gehen dort raus an ihn. Der hat mir nämlich wieder geholfen, so wie mit meiner Drift Police, die auch in wunderschön blau-rot blinkt, haben wir es jetzt hinbekommen, dass der Unimog oben ein schönes Lightbar hat. Das zeige ich euch aber auch gleich, wenn wir so mal die Grundgeschichten zu dem Fahrzeug geklärt haben. Kommen wir noch zum Lieferumfang vom Ganzen. Wenn ihr euch so einen Carson U300 einkauft, ihr seht es ja hier auf dem Foto, da ist hinten noch so eine kleine Zeltplane mit angedeutet. Bin mir jetzt nicht sicher, wo die verblieben ist. Ich habe sie zumindest mal nicht mitbekommen. Sie ist aber da wohl angeblich mit dabei. Ihr bekommt zu dem Fahrzeug eine Fernsteuerung, die an der Stelle wirklich gut funktioniert. Ihr habt auf der Fernsteuerung in der Mitte euren An-Ausschalter. Hier habt ihr unten sogar Trimmungsknöpfe, womit ihr die Lenkung sowie auch die Gasposition oder auch die Bremse quasi ein bisschen trimmen könnt. Oben habt ihr auf der rechten Seite einen Schalter für die Sirene und auf der linken Seite habt ihr einen Schalter für die Hupe. Dahingehend auf jeden Fall eine ganz gute Fernsteuerung. So, ich habe es ausprobiert, man kann mit dieser Fernsteuerung dieses Fahrzeug toll bewegen. Und da ich ja sowieso etwas langsamer unterwegs bin, reicht das an der Stelle vollkommen aus, wenn ich dann draußen damit ein bisschen Scaleplay betreibe. Das Fahrzeug an sich steht solide da, hat einen 2WD-Heckantrieb, wie eingangs schon mal erwähnt, und wir haben hier unten einen Brushed-Motor sitzen, der das Ganze betreibt. Angesteuert wird das von dem Fahrtenregler, der hier im Gehäuse verbaut ist, und es kommt ein Akku mitgeliefert mit einem kleinen Steckdosen-Ladegerät, 800 mAh Lithium-Ionen-Akku mit 7,4 Volt. Das wird auf jeden Fall ausreichen, damit ihr bestimmt mal so eine Stunde draußen Action machen könnt. Und wir haben dann jetzt im Einbau zu dem Blaulicht das Ganze an diese Hauptstromversorgung mit angeschlossen, was dann einfach zu folgendem coolen Gimmick führt. Wenn wir dann das Fahrzeug einschalten, gehen dann auch die Scheinwerfer vorne an. Ja, die Lenkung reagiert, also so wie ich euch auch sagte, wenn ich jetzt hier auch nur langsam lenke, leicht, geht da auch nur leicht mit. So, Anschlag und dann geht das Ganze auch wieder zurück. In zwei Richtungen. Vorwärts, Bremse und dann noch rückwärts. Das funktioniert. Dann haben wir eine Hupe und dann eben noch eine Sirene. Und das ist jetzt die Frage, wenn ich schon eine Sirene in dem Fahrzeug verbaut habe, warum hat das Ganze dann nicht noch ein vernünftiges Blaulicht? Und dazu machen wir doch mal kurz das Licht hier aus, weil das ist das, was es jetzt hat. Dank Willy West Customs und Modellbau Scales Cars Trucks.
Und damit das Ganze natürlich auch ein bisschen Hand und Fuß hat, ich zeige es euch jetzt mal hier nur aus dem Winkel. Hier unten haben wir einen Schalter. Mit dem Schalter können wir das Ganze ausschalten und können es auch einfach separat zuschalten. Und dann ist natürlich noch ganz cool, wenn wir das Fahrzeug einfach wieder ausmachen, kann das Blinklicht, Blaulicht oben trotzdem weiter blinken und das Ganze kann zu Hause schön auf dem Regal stehen, ja, und kann dort noch ein bisschen seine Magie wirken lassen. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, mache ich einfach den Schalter hier rüber und das Thema hat sich auch schon erledigt. Freunde, das kann dann auch schon so einfach und auch trotzdem schön und gut aussehen. Ich habe auch gesehen, dass bei der Steuerplatine, die sich hier unter dem Ladebett befindet, dass da auch theoretisch ein Anschluss für ein Lichtset ist. Also da ist ein Anschluss für ein Lichtset und man hätte dort theoretisch auch mal eins einbauen können, gleich von Herstellerseite aus. Das würde ich da einfach mal so ein bisschen als Kritikpunkt mit anbringen, weil wenn ich natürlich schon so eine schöne Feuerwehr auf den Markt bringe als Firma Carson, die dann sehr detailliert, schön scalig, auch noch mit Sound, mit Hupe arbeitet und noch einen Aufbau hat, dann kann es doch nicht mehr so schwer sein, hier oben noch zwei kleine LEDs mit reinzumachen. Dann wäre das Fahrzeug für mich 100% perfekt und scale. Nicht unbedingt das, was ich mir für meinen Fuhrpark holen würde, aber es wäre auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ich meinen Kindern kaufen würde, damit sie dann dort vielleicht ein bisschen beim Scaleplay draußen mitmachen können. Dafür ist auch da. Ich sehe es als absolut Top-Fahrzeug und für den Preis für circa ungefähr 140 Euro mit dieser ganzen Ausstattung kann man da, glaube ich, nicht meckern. Ja? Bis auf die Situation mit dem Blaulicht oben. Also, Freunde, und das soll es für heute dann im Video auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich an der Stelle ein bisschen Frühjahrspause gemacht. Wir kommen jetzt so langsam wieder rein in die ganze Situation, weil das Wetter natürlich draußen auch besser wird und wir mit unseren RCs wieder ein bisschen mehr zum Fahren gehen können. Der Vento über war jetzt schön, so ein bisschen daheim in der Werkstatt zu sitzen, ein paar Sachen zu erledigen. Wir hatten ja trotzdem ein paar coole Videos, ein paar coole Unboxing. Davon kommt jetzt dann auch bald wieder mehr. Aber momentan einfach bisschen noch die Zeit genossen, mich mit tollen Projekten auseinandergesetzt, bisschen Ordnung in der Werkstatt geschaffen und jetzt, liebe Freunde, legen wir wieder los mit neuem Content hier auf dem Kanal. Und wer den nicht verpassen will, dann wäre jetzt auf jeden Fall der beste Augenblick, den Kanal zu abonnieren. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video heute gefallen hat und wenn ihr sonst noch welche Fragen habt, schreibt sie einfach unten ins Kommentarfeld rein und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Waxus RC TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit euren RC-Projekten.